Bin echt verwirrt. Okay. Wow! Nicht dein Ernst. Werden gerade gejagt. Servus, liebe Leute. Wir rüsten uns für den ersten Raid auf Customs aus. Unsere erbeutete PP19 ist ziemlich kaputt. Gut, dass die Waffe sehr günstig zu kaufen ist und wir sie auf Level 1 kaufen können. Als erstes ziehen wir alle Teile, die wir noch brauchen, aus der Waffe. Danach klicken wir rechts auf die Waffe und wählen Filtered by Item und kaufen die Waffe. Jetzt müssen wir die Teile nur auf der neuen Waffe ersetzen und schwupp, wir haben eine leicht gemoddete neue PP19. Durch den Verkauf der alten PP kostet uns die Waffe nur ca. 10.000 Rubel. Jetzt brauchen wir noch einen Laser, um unser Hüftfeuer zu verbessern. Den gibt es ganz günstig bei Skier für knappe 6.000 Rubel. Den brauchen wir nur auf die Waffe ziehen. Der wird automatisch angebracht. Ab Level 5 bekommen wir tägliche Quests. Die Quests verändern sich je nach Spielerlevel. Ab Level 15 gibt es die Wochenquests. Hier haben wir 7 Tage anstatt 24 Stunden Zeit, sie zu erledigen. Ich brauche Salivas und muss Geffs auf Customs töten. Dann haben wir die Map gefunden, die ich spielen möchte. Okay, wir haben vor uns einen Jusek. Oh Gott. Okay. Es eskaliert quickly. Scheiße. Davon ist quasi sind mehrere Scavs und ich schätze jetzt mal ein PMC, der so seine leichten Probleme hat. Ich wollte eigentlich da hoch. Auf den Steg, wo wir jetzt direkt davor sind, weil da oben ist auch ein Saliva-Spawn. Ich glaube, das schenke ich mir jetzt gerade. Entweder ist der PMC tot. Irgendwann frisch gespawnter. Hier passiert im Vergangenheitsbü ein großer Fehler. Und zwar überhört er eine Voiceline, die von Fort Knox kommt. Fort Knox ist ein Lagergebäude mit gutem Loot und montierten MGs und einem Rishala-Spawn. Okay, scheinbar wacht er wieder. Wir geben hier ein bisschen Platz. Ganz ehrlich, macht solchen Schmarrn nicht. Eigentlich zu gefährlich gehört. Vielleicht, wenn ihr die Situation noch nicht so gut einschätzen könnt. Kann es ja auch teilweise nicht.
Vergesst nicht, das Video zu liken und zu kommentieren. Das unterstützt mich und der YouTube-Algorithmus mag es auch. Das kostenlose Abo braucht ihr, dass ihr kein Video mehr verpasst. Was, das war jetzt saublöd von mir. Deswegen immer aufmerksam sein. Schüsse und Voicelines verraten euch viel über euren Raid. Robert Sadowski. So, jetzt sind wir wieder. Ah, Laser vergessen. Jetzt sind wir hier gespawnt. Das nutzen wir jetzt gleich mal aus. Hier gibt es ein Auto. Da erstens einmal ein Quest-Key spawnen kann. Und eben auch ein Midi-Spawn ist. Vielleicht haben wir hier Glück. Naja. Ein Kalok. Und ja. Wir haben das Glück, einen Sniper-Skip gefunden zu haben. Nicht gerade die beste Entfernung für den MP7. Oh, Granaten nochmal vergessen. Ei, 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 wü. Heute wieder nicht den besten Tag auf Tag erwischt. Mal schauen, ob wir trotzdem überleben können. Dieses Mal sind wir mit der MP7 unterwegs. Eine sehr starke Waffe in Tarkov durch die brutale Feuerrate, die sie hat. Okay. Aktien gibt es hier keine. Und wenn wir uns... hier wegbewegen. Ganzes Magazin für den Typen. Sieht, wie schnell das die MP7 im Scope ist. Was die natürlich auch für eine Feuerrate hat. Schon genial. Deswegen auch so viele Kugeln dabei. Und dann hier. Ah ja, das Ding nehmen wir mit, da können wir Sachen anbringen. Und Carcat. Magnum Wrench. Alles Sachen, was wir am Anfang brauchen. Werkzeug ist. Kann man eigentlich alles am Anfang mitnehmen. Hm. Eine ordentliche Munition. PP-Munition. Deswegen nehmt immer alle Magazine auf, die ihr findet. Es kann sehr wertvolle und starke Munition darin sein. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Key, Market Key für Reserve. Der, ja, erstmal einiges wert ist und die Market Keys mittlerweile auch wieder relativ gut laufen. Wir finden wieder einen Gas Analyzer. Sehr gutes. Wir den auch noch für eine Quest brauchen. Lila Item, Bubex.
Ich hab 80-90k Wert. Die Armeebandage heilt zweimal leichte Blutungen. Da ist noch eine irgendwo. Ja, also was definitiv so ist, dass die Skeffis nicht auf Klasse bis jetzt sondern eher auf Masse gut sind. Muss man mal einfach mal so sagen. Also da muss BSG definitiv nochmal ran. War ein bisschen mehr Liebe, aber es sind halt noch nicht zu unterschätzen. PMC-Fights hat mich tatsächlich zu wenig bis jetzt, um das wirklich gut sagen zu können. Okay. Müssen wir uns den Arm antackern? Das CMS heilt unsere schwarzen Körperteile. Bedenkt bitte auch, dass ihr jede Heilung oder auch jede Aktion abbrechen könnt, indem dass ihr auf die linke Maustaste klickt. Die Taste 4 haltet und dann das Maus halt nach unten scrollt, könnt ihr das Körperteil auswählen, das ihr als nächstes heilen wollt. Könnte in manchen Situationen wichtig sein. In diesem Gebäude gibt es einen Saliva-Spawn. Das bedeutet für uns hier runter zu schauen. Lord, einiges an Kohle wert, aber sind 4 Plätze weg. Dann nehme ich mir aktuell lieber wichtigere Dinge mit. Kann das sein, dass hier unten die PMCs? Nee. Perfekt. Looten. Immer nichts zu. War findbar mal für eine spätere Quest. Auch immer mitnehmen. Könnte aber auch gerade in die andere Richtung schauen. Aus der Vergangenheitsvideo labert. Da geht es um den Sniper-Skeff, der hier oben spawnen kann. Und wenn er in die andere Richtung schaut, sehen wir ihn von hier nicht, erst recht, wenn er liegt. Sogar was sehr Wahrscheinliches.
Gott, wie blöd, dass ich mich da zur Zeit stelle. Hier oben ist ein Saliva-Spawn. Mal gerade die Büsche. Hier bei der Leiche. Hat der Laser. Wieder ein bisschen was los, ja? Okay. Vielleicht falsch schon geladen, oder? Ich auch lieb. War klar. Doppellaser zielt sich leichter. Mist. Ein Killer spare ich mir jetzt. Scheiße. Ich wusste, dass er noch da oben ist. Das ist gar nicht gut. Wird. Okay. Wow! Nicht dein Ernst.
werden gerade gejagt. Einer fehlt noch. Wow! Wieso hat der keine Steps? Das ist ganz normal, dass Birdeye keine Steps macht. Nur dem Wü ist es die ganze Zeit nicht aufgefallen. Die Goons sind halt sehr unberechenbar. Wie üblich betreibe ich Versicherungsbetrug und habe meine MP7 weggeschmissen. Weiter geht's mit den Waffen der Goons. Wir müssen jetzt hier weg. Immer noch. Das Schlimme ist, wenn das Licht nicht an ist und man nicht mehr viel Zeit, um bis zum Feuer zu kommen. Ich nehme fast keine Energie mehr. Licht ist an. Sollte das Licht nicht an sein, könnt ihr diesen Ausgang nicht benutzen. Und 30.810 Points. Kills.